Die neue Core Range von Aaron ist auf dem Markt und heute stelle ich euch den Aaron Bodega vor. In Cast Range, First Fill Sherry, ab geht's Kinder! Okay, dann starten wir mal. Herzlich willkommen bei Whiskey Violence. Ich bin der Simon und stelle heute mal den Aaron Bodega vor. Jo, Aaron hat eine neue Core Range. Und zwar wird alles umgestellt, praktisch die alten Designs, die gibt es nicht mehr. Mal als Beispiel, hier ist noch der alte Aaron 18 mit der alten Verpackung halt eben. Und mittlerweile sehen sie ein bisschen gedrungener aus, ein bisschen kleiner. Das heißt, ich habe jetzt hier eine etwas bauchigere Dose und auch Flasche dann dementsprechend halt eben, die da drin ist. Ja, ein Sherry Cast kommt hier ins Haus mit also einem First Fill Sherry Hogshead. Jo, 55,8% hat der Gute. Ist auch eine neue Abfüllung, das heißt, die gab es in der alten Core Range nicht. Das haben sie mittlerweile mit aufgenommen. Und den fand ich sehr interessant, deswegen habe ich euch mal den hier ausgesucht, um euch den mal vorzustellen. Ja, ansonsten vom Flaschendesign, die meisten werden es wahrscheinlich noch gar nicht so kennen. Das ist alles jetzt ein bisschen anders. Ne? Die Karte ist immer noch drauf von Aaron hinten, wo Aaron praktisch eben liegt. Hier ist es ein bisschen größer gemacht als wie bei der alten. Da kann man es ein bisschen besser finden. Ist halt ein Inselwhisky. Ja, und ansonsten finde ich jetzt optisch erstmal Verschlechterung, weiß ich nicht, anders, gewöhnungsbedürftig erstmal. Wo ich es gesehen habe, dachte ich mir, ja, nein, brauche ich das wirklich? Fand ich eigentlich ganz cool, die alten Sachen, warum stellen sie es jetzt um? Wo ich ihn jetzt hier hatte, muss ich sagen, in echt wirkte da doch eigentlich ganz cool. Auch das Logo haben sie beibehalten, hat eben hier mit den Adlern, da kam jetzt noch eine Brennblase dazu. Ne, die haben sie jetzt da mit reingemacht. Ist auch hier auf dem Deckel mit drauf mittlerweile halt eben, früher schon nur Aaron. Und ja, die Flasche ist definitiv ein Hingucker wert. Kurze Sache, auf der Verpackung, das sieht man jetzt hier wahrscheinlich super schlecht auf der Kamera, weil ich sehe es selber kaum. Aber hier auf der Flasche kann ich es vielleicht ein bisschen besser zeigen. Und zwar ist hier unter dem, praktisch hier, wo der dicke Daumen ist, ne? Da ist praktisch nochmal das Ganze in blinden Schrift. Ich versuche es wirklich mal so nah wie möglich, aber ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Naja, doch, ein bisschen sieht man es. Ja. Das Ganze eingelassen. Was da steht, weiß ich nicht. Kann leider keine Blindschrift. Ich nehme mal an, da steht da Aaron Single Malt Scotch Whisky, würde ich jetzt mal behaupten. Aber trotzdem, ziemlich coole Flasche, muss ich sagen. Schön bauchig und klein. Und irgendwie hat es was. Ne? Also es ist halt eben dann doch wieder so ein Eigending, wo ich sage, ja, haben sie ganz cool gemacht. East 1995 strandet hier unten drauf. Ja, hier oben steht nochmal Search Loch Davy. Okay. Ja. Ganz cool gemacht auf jeden Fall. Hier unten auch nochmal die Angaben. Ne? Welcher Breitengrad, wo Aaron genau liegt, halt eben. Falls ihr das nachsuchen wollt. Also ist von der ganzen Sache her erstmal ziemlich cool geworden. Muss ich schon sagen. Auch wenn ich anfangs ein bisschen skeptisch war. Beziehungsweise das gar nicht so gut fand. Kork ist eben jetzt richtig schön dick geworden, eben hier auch, ne? Ja, und ich fand den halt ganz interessant, den jetzt mal zu probieren mit einem gut Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich mal behaupten. Ja, weil eine Fassstärke, First Fill Sherry, kein Alter zwar, aber angegeben sind, ich habe das einmal auch von der Seite von Wick mal nachgelesen kurz, mit 7 Jahren mindestens abgefüllt. Das heißt, eine Angabe ist da doch irgendwo mit drin, auch wenn sie es nicht mehr draufschreiben. Ist trotzdem schön zu wissen halt eben. Macht einen dann doch halt eben vom Gefühl her, sage ich mal, so ein bisschen dem Whisky so ein bisschen näher halt eben, wo ich dann sage halt eben, okay, habe ich wenigstens ein bisschen Orientierung halt eben. Kann natürlich dann auch was Älteres drin sein.
Und sie würden es vielleicht einfach draufschreiben. Und vom Preis her mit 45 € ist das Ganze auch wirklich vertretbar. Ja, erstmal eigentlich eine schicke Sache eigentlich dann. Ne? Ja, wie gesagt, das Ganze auch noch First Fill. Ich sag mal, Aaron war ja immer bekannt für eigentlich ziemlich gute Preis-Leistungs-Whiskys. Ne? Also da konnte ich bis jetzt eigentlich noch nie meckern. Und ja, das führen sie anscheinend trotz der neuen Range jetzt wohl doch so weiter. Ne? Mal gucken, was jetzt noch so kommt. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt komplett umstellen, weil so ein richtig alles draußen ist halt noch nicht. Das ist jetzt so einer der ersten Abfüllungen. Den 10 haben sie schon neu auf den Markt gebracht, weiß ich. Und ich glaube, Bowie oder Booty oder wie auch immer heißt, das ist ein Quarter Cask halt eben. Auch mit, bin ich der Meinung, Fassstärke halt eben, wo aber keine Angaben mit drin sind vom Fass her. Den gab es, glaube ich, in der alten Range auch noch schon. Ja, schauen wir mal. Ne? Also, wie gesagt, 45 € klingt erstmal ziemlich gut vom Preis her. Eigentlich erstmal nur Sherry und Kaffee, so von der Art her, finde ich. Wie so schwarzer Kaffee eigentlich morgens. Der starke Kaffee. So eine leichte Muffigkeit ist mit drin irgendwie. Ja, erstmal ein bisschen eindimensional, würde ich fast sagen. Wie gesagt, eigentlich auch mit 55,8 eine schöne Trinkstärke noch irgendwo halt eben. Aber recht verschlossen finde ich ihn erstmal. Ein bisschen schwarzer Tee vielleicht ist mit drin. Der Sherry-Charakter, ja, der ist jetzt gar nicht so ausgeprägt, wo ich jetzt sage, hau mich jetzt richtig vom Hocker. Wirkt eher so ein bisschen gedrückt, gedämpft, kann man das fast sagen, halt eben. Also man merkt so, dass noch ein bisschen was drin, was irgendwie so raus will. In entfernter Richtung der Orange vielleicht noch. Also was dann halt so einen Sherry-Charakter ausmacht, aber der ist jetzt nicht so präsent, wo ich sage, so richtig so in die Fresse, ne? Aber angenehm zu riechen, also auch für die 55, 8%. Ganz, ganz, ganz nice. Also, da würde keiner zurückschrecken. Also, dass man halt eben doch dieses, was man ja auch bei Fahrsteigen hat, dieses Beißen drin hat. Der junge Charakter, ja gut, der ist vielleicht so minimal da, aber nichts Störendes, nichts Negatives, was ich jetzt sagen kann, jetzt wirklich. Außer, dass halt wenig komplex ist. Ich probiere das mal. Flatsch. Die Gewürzpackung. Er ist kräftig, ja, hat einen schönen Körper, trägt auch die Süße jetzt ein bisschen mehr mit. Das Karamell kommt ein bisschen mehr durch. Jetzt geht es so mehr in den Bereich Milchschokolade. Also da ist noch was da, wo ich sage, ja, wenn man weiß, er ist jung, hat er trotzdem für das Alter schon eine schöne Viskosität, dass es einfach halt im Ganzen halt eben auch zusammenpasst. Also nichts Störendes mit drin ist halt eben. Einfach ja, aber kein richtiges Sherry-Brett, wo ich jetzt sage, halt eben so, ja, es muss weh tun, um Spaß zu machen. Nee, das ist schon gut ausbalanciert, würde ich mal behaupten. Also auch wenn man weiß, okay, 7 Jahre, könnte ich mir eigentlich gut vorstellen, auch dass da schon noch teilweise ein bisschen ältere Sachen mit drin sind. Gefällt mir außerordentlich gut, muss ich sagen. Also jetzt wird er ein bisschen nussiger.
Vielleicht noch so leicht eine Kirsche mit drin, halt eben auch. Kirsche, Orangen, ja. Aber auch so ein ganz komischer Unterton ist noch mit drin. Ich kann das gar nicht sagen. Es ist, so. So was leicht ledriges ist halt auch mit drin, also ein bisschen noch, ne? Hier Ledergürtel ist da noch teilweise mit drin, irgendwie. Der so ein bisschen mit Orangenzesten so eingerieben wurde. Ja. Aber die schöne Süße am Abgang verbindet das Ganze halt eben dann doch nochmal ein bisschen. Wo ich sage, die Harmonie passt. Also, auch wenn er jung ist, es ist nichts Störendes drin, es ist, man merkt, dass er noch jung ist. Kann auch nicht, sage ich mal, mit dem 18-Jährigen, der viel gesetzter herkommt, sag ich mal, mithalten. Den hatte ich ja vor kurzem erst im Video. Und passt aber schön zusammen. Ich möchte ihn jetzt auch nicht verdünnen. Jetzt kommt die Kirsche auch wieder ein bisschen mehr durch, ja. Oh. Ja, mir gut. Also selten Whisky gehabt, der in seiner Fassstärke so schön harmonisch ist. Gefällt mir außerordentlich gut, ja. Also muss ich wirklich sagen, also haben wir es toll hinbekommen. Ich bin auch ein Aaron Fan sozusagen, also man kriegt, finde ich, mehr als man für sein Geld erwartet. Ja, weil 7 Jahre habe ich mir eigentlich eher so bisschen, ich bin ja nicht so der Typ, der immer auf Fassstärken steht und so dunkler umso besser, das muss für mich gar nicht sein. Ich mag eher die ausgewogenen Whiskys und das schafft er aber trotz der Fassstärke halt eben, trotz First Fill Sherry, habe ich eine schöne Komponente halt eben. Süße verbleibt ein bisschen im Abgang. Der Abgang ist auch eher ja, mittellang. Lang kann man, sag ich mal, für einen First Fill, wenn ich jetzt verdünnen würde, wäre wahrscheinlich wesentlich kürzer und das wäre, deswegen sage ich mal, mittellang Abgang. Aber alles passabel. Ne? Und da sage ich mal, jo, wenn ihr auf Aaron Bock habt, Aaron mögt und, oder gerne Fassstärken trinkt, sage ich mal, die auch ein bisschen ausgewogener sind, aber nicht allzu komplex sind, sage ich mal, kann das ein schöner Whisky-Wein sein. Ich bereue es auf jeden Fall nicht, dass ich mir geholt habe. Ich habe da immer ein bisschen Bedenken, ne? Bei jungen Whiskys halt eben. Mit so einem starken Reifung, sag ich mal, in kurzer Zeit. Aber ne, passt. Heute gefällt mir sehr gut. Jo, das soll es gewesen sein für heute. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Ne? Oder lasst ruhig einen Daumen da. Wäre auch nice. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.